Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Bevor wir gleich in den legendären Dungeon reingehen und versuchen live einen Zero Death Run zu hitten, wollte ich euch nur noch mal darauf hinweisen, dass es diesen Freitag einen sehr geilen Livestream geben wird. Und zwar hier von W50. Ja, und wenn wir mal in die Ehrenhalle reingehen und auf Meister G runterscrollen, dann sehen wir hier, dass der gute Kollege seit dem 01.01.2022 in der Dungeon-Pause ist und er möchte das Ganze am Freitag auflösen. Er hat mir die Ehre überwiesen oder zugeteilt, dass wir das Ganze machen können. Das heißt, alle Dungeons, die er sich in der Zeit aufgespart hat, die wird er jetzt nehmen. Über ein Jahr lang spart er jetzt schon Dungeons auf und das wird extrem spannend werden. Das werden wir am Freitag um 21.30 Uhr starten. Am Freitag startet aber schon der Stream um 19 Uhr. Das heißt, es gibt am Freitag um 19 Uhr einen Stream und ab 21.30 Uhr lösen wir quasi die Dungeon-Pause auf. Das heißt, alle Dungeons, die er sich aufgespart hat, die werden wir in diesem Stream dann zusammen besiegen und danach werden wir den Charakter hier auch auf komplett neuem Level auch neu equippen. Das heißt, wir werden für den Char Legendary Dungeon Runs machen und sich auf der neuen Stufe dann mit komplett neuem legendären Zeug neu equippen und dann nochmal in die Dungeons reingehen. Meister G ist jemand, der sehr lange die Dungeons aufgespart hat. Viele von den anderen Top-Leuten haben schon ihre Dungeon-Pause aufgelöst und sind, seht ihr ja hier, ne, 510, 517. Der höchste auf dem Server ist hier der Natsu mit 523 und ich bin sehr gespannt, wo Meister G landen wird. Das Ganze, wie gesagt, geht dann diesen Freitag los. Schaltet da sehr gerne ein. Und erlebt mit mir zusammen, was wir so schaffen können, was die Dungeon-Pause überhaupt so bringt. Und ja, das wird, denke ich mal, ein cooler Abend werden. Deswegen 19 Uhr geht's los, 21.30 Uhr starten wir das Ganze hier mit der Dungeon-Pause. Ne, da gehen wir in die Dungeons rein. Meister G ist erst ab 21.30 Uhr da, deswegen daher kommt die Zeit. Und das auf jeden Fall dazu. Wir befinden uns im legendären Dungeon. Wir versuchen heute in dem Video einen Zero Death Run zu meistern. Das Projekt hatten wir letzten legendären Dungeon auch schon gehabt und das kam sehr gut an bei euch. Wir versuchen im Prinzip nicht Braindead durch die Dungeons durchzuknallen, sondern das Prinzip bzw. Der Kontext hinter diesem Video hier oder dieser Videoidee ist, dass ich euch meine Gedankengänge mitteile, welche Route ich gerade nehme, warum ich welche Entscheidung getroffen habe bei der und der Situation, damit ihr euch eventuell ein bisschen da was abschauen könnt oder für euch selbst aufnehmen könnt, warum ich gerade diese Entscheidung getroffen habe oder diese und könnt das eventuell auf euch selbst ummünzen. Dazu will ich sagen, das Ganze ist natürlich stark glücksabhängig, was man halt eben für Routen bekommt, was man für Glyphen bekommt, für Buffs, Debuffs. Deswegen kann ich das Ganze nicht garantieren. Wir versuchen es aber, und das ist halt eben diese Videoidee dahinter, dass wir halt eben einen Zero Death Run auf Ansage mehr oder weniger versuchen. Ich habe bisher schon zweimal einen Zero Death Run geschafft. Das dritte Mal bisher noch nicht. Nee, stimmt nicht. Dreimal habe nachgeschaut. Und falls euch das ganze Projekt gefällt und ich euch da einfach mal meine Gedankengänge zu mitteile, dann lasst es mich gerne wissen. Dann schreibt einen Kommentar dazu, ob euch das gefällt oder lasst dem Video einen Daumen nach oben da, dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Dann sehe ich, okay, das gefällt euch oder gefällt euch vielleicht nicht. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Ultimate Dungeon auch noch gleich. Ja, der ist ja gleich nochmal ein bisschen wertvoller. Und ich hatte mir auch in Zukunft nochmal vorgenommen, wirklich einen Zero Death Run live im Stream oder in einem Video zu erspielen. Und da hatte ich auch so eine Art, wir fangen gleich an, eine Art kleine Challenge für mich ausgedacht. Und zwar in Form eines Livestreams. Und zwar möchte ich einen Zero Death Run live im Stream schaffen. Und vorher darf ich nicht offline gehen. Ja, also ich muss live im Stream mit 0 Toden einen Run schaffen bis Etage 100 und den 100. Gegner auch noch besiegen. Vorher darf ich nicht offline gehen. Das könnte sehr teuer werden, aber ich glaube, das ist auch sehr spannend und unterhaltsam eventuell für euch zum Zuschauen. Schreibt mir auch da gerne eure Meinung zu unten in die Kommentare. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Das ist so eine Art Win-Challenge. Ja, ich muss so lange streamen, bis ich einen Zero Death Run live hinbekomme.
Ansonsten darf ich nicht offline gehen. Ja, das ist aber nur so ein kleines Gedankenspiel von mir. Das werde ich diesen Dungeon nicht machen. Vielleicht nächsten Dungeon mal schauen. Auf jeden Fall habe ich da aber sehr Bock drauf. Das Ganze nicht nur auf einem Server, sondern auf mehreren Servern. Dann würde ich quasi hier links oben irgendwie so einen Counter hinmachen, wie zum Beispiel versuchte Runs. Sind wir jetzt, keine Ahnung, bei dem 20. Run, aber bisher noch kein Zero Death Run gemeistert und so. Würde ich dann auf verschiedene Servern verteilen, weil man da natürlich verschiedene Pills. Ja, Konten hat mehr oder weniger und dann ist das Ganze ein bisschen tragbarer, als wenn man das nur auf einen Account macht und dann halt immer wieder da neu auflädt. Ne? So, jetzt gehen wir aber rein in den Dungeon und ja, fangen wir an. Und zwar die ersten Etagen versuche ich immer, so gut es geht, die Fragezeichenräume mitzunehmen und dementsprechend da halt zu gamblen. Ja, das ist jetzt ein sehr, ja, das ist eigentlich ein Buff, Debuff, der ist jetzt nicht weiter aussagefähig für uns, weil wir eh noch keine Türen aufmachen. Also die ersten, ja, 4 bis 5 Räume, so, da kommen nur Fragezeichen und da versuche ich halt eben auf gut Glück einen guten Buff rauszukriegen. So die ersten 5, da habt ihr immer Auswahl zwischen Monster und Fragezeichen. Ich weiß, die ersten 25 sollte man so viele Schlüsse wie möglich farmen, aber das macht euch das Ganze natürlich einfacher, wenn ihr einen guten Buff am Start habt. So, ne? Wir haben jetzt in dem Falle kein Glück gehabt und fangen jetzt halt eben auch jetzt sofort an, auf die Schlüssel zu gehen. Ich spiele wirklich sehr bewusst auf Zero Death Run, das heißt, ich versuche sehr vorsichtig zu agieren. In den Etagen. Bisher haben wir noch kein großartiges Glück gehabt. Und jetzt geht es halt eben schon los. Wir versuchen ja wirklich mit 0 Toten rauszugehen. Das heißt, man sollte sein Leben auch wirklich immer im Auge behalten und gucken, wie setze ich jetzt meine Schlüssel ein. Dann spiele ich das Ganze hier nämlich ein bisschen anders, als würde ich jetzt versuchen, ja, mit dem bestmöglichen Ergebnis hier rauszugehen. Das sieht leider alles gar nicht gut aus. Wir nehmen nochmal einen Gegner mit, der gibt uns nochmal einen Schlüssel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier einen Buff bekommen oder sowas. Ja, das ist schon mal okay. Damit haben wir uns die nächsten Schlüssel auf jeden Fall jetzt erstmal gesichert. Wie gesagt, das Ganze ist halt eben sehr glücksabhängig. Wenn ich so ein Viertelleben noch habe, dann möchte ich möglichst nicht mehr Monster bekämpfen, sondern versuchen, mich wieder zu heilen oder irgendeinen anderweitigen Buff zu bekommen, weil auf Etage 25 kommt der erste Zwischenboss und da müssen wir genug Leben haben, damit wir den auch noch besiegen können. So, den nehmen wir jetzt noch mit. Ausweichen will ich auch nicht auf der Etage. Jetzt versuchen wir aber wieder irgendwie einen Buff zu bekommen. Jetzt wird schon kritisch, weil die Falle wird uns wahrscheinlich so viel Leben abziehen, dass das Monster, wenn uns das Monster treffen sollte, uns wahrscheinlich besiegen wird. Ja, das könnte jetzt schon der Downer sein. Und das war es jetzt auch in dem Sinne. Ja, so kann es natürlich auch laufen, ne? Aber das ist halt eben der Try an sich so. Wir sind jetzt bis Etage, ja, 19 gekommen. Das war wirklich ein sehr schlechter Versuch in dem Szenario hier, ne? Aber man muss halt eben auch abwägen, okay, wir sind jetzt halt eben so weit gekommen, wie es halt eben geht. Wir hätten jetzt, ne, wenn wir das Ganze jetzt nochmal rückwirkend analysieren, was wir falsch gemacht haben, wir hätten natürlich jetzt auch noch mehr Schlüssel usen können, um noch mehr Türen zu öffnen auf den ersten Etagen. Das wäre aber wiederum nicht sehr förderlich gewesen für die Folgeetagen, also alles, was halt eben nach Stufe 25 kommt, ne? Weil wir müssen ja 25 erstmal überleben und dann fangen ja die härteren Gegner an. Und wir wollen ja auf oder bis zur Etage 25 so viele Schlüssel wie möglich farmen. Und wenn wir das halt eben nicht tun, dann sind wir die nächsten Etagen nach 25. Ja, also da können wir dann nichts mehr machen. Wenn wir mit einem Schlüsselhaushalt von 1 bis 2 Schlüsseln in die nächsten 25 bis 50 Etagen reingehen, dann kommen wir dementsprechend nicht weit, weil wir müssen ein Kontingent von 4 Schlüssel, 3 oder 4 Schlüsseln auf unserem Schlüsselkonto haben, wenn wir beim Schlüsselhändler sind, beziehungsweise ja, doch beim Schlüsselhändler, ne? So heißt er, glaube ich, weil wir dort eben ganz, ganz dringend einen, ja, großen Heal-Buff brauchen. Bei dem großen Heal-Buff rede ich von den 6 Etagen, 20% Heal-Buff, ne? Oder halt eben ein One-Hit-Wonder,
Das große natürlich für über 8 Etagen. Ne? Also wenn ich von diesen beiden Buffs rede, dann wirklich immer nur von den großen. Schaffen wir den? Oh, der könnte jetzt. Na, wir müssen eh. Wir haben keinen Flucht. Ne? Okay, war knapp. Ja. Lol. Hä? Der hat uns ja gar nichts. Ich dachte, der gibt uns jetzt noch einen Heal oder so. Na, das war ja gar nicht Wolf. Da sterben wir jetzt schon das zweite Mal hier. Ne? Auf jeden Fall ist halt eben das Problem. Wir müssen gucken. Auf der einen Seite müssen wir so viele Schlüssel wie möglich farmen auf den ersten 25 Etagen. So, das ist halt eben das Spiel. Ne? Es kann mal sehr gut werden, so, es kann klappen. Es kann halt aber auch komplett nach hinten losgehen. Das ist halt auch sehr stark glücksbasiert. So, ne? Deswegen, ich kann versuchen, natürlich immer so viele Hinweise und Tipps wie möglich zu liefern. Halt auch in Bezug auf Glyphen und so. Es ist ein bisschen leichter, weil da kann man das Bessere und das Schlechtere abwägen, sag ich mal, weil man da eine Auswahl hat. Aber bei anderen Sachen funktioniert es halt eben schwieriger. Und wenn du halt eben, ja, Fallenräume hast, an die du nicht vorbeikommst, Monster hast, die, ja, wo du nicht ausweichen kannst, ne, oder halt eben einfach, ja, generell einen schlechten Run hast oder so, ne, dann kannst du halt eben auch nichts machen. So, und das Ding ist, hätten wir jetzt auf den ersten 25 Etagen Schlüssel geused, um Türen zu öffnen, um eventuell unser Leben ein bisschen zu verbessern mit viel Glück, dann hätten wir das geschafft vielleicht, ja. Dann hätten wir vielleicht so, ja, wir waren ja fast down, Hälfte Leben oder sowas gehabt, keine Ahnung, vielleicht auch drei Viertel, hätten dann aber keine Schlüssel mehr gehabt. Dann hätten wir ein, zwei Schlüssel und dann sieht es halt eben düster aus, weil wir halt für den Schlüsselhändler hier ja, drei oder vier Schlüssel brauchen. Hier drei für den großen Heal oder halt eben vier für das One-Hit-Wonder. Und wenn das halt eben nicht gegeben ist, oder wir uns das nicht leisten können, dann können wir uns fast gar keine oder halt eben sehr, sehr schlechte Buffs kaufen. Und dann sind wir die Etagen danach halt eben noch weiter gelackmeiert. Das ist wie so ein, ja, wie so eine Kaskade, die sich nacheinander aufbaut. Wenn ihr auf den ersten 25 Etagen sehr viel Pech habt, beziehungsweise wenig Schlüssel farmen könnt, dann zieht sich das durch den restlichen Dungeon, die restlichen 75 Etagen weiter durch, weil ihr auf den ersten 25 Etagen am meisten aufbauen könnt. Ja, und deswegen müsst ihr die ersten 25 Etagen auch so nutzen, dass ihr halt eben da genug Schlüssel farmen könnt, damit ihr möglichst noch ja, ein gutes Polster habt und eben bei den Stellen, wo es drauf ankommt, auch ja, genug Schlüssel habt, um halt eben die notwendigen Buffs zu kaufen. So, ne? Klar, es klappt natürlich nicht immer. Deswegen, wie gesagt, gehört da halt auch eben sehr viel Glück dazu, wenn man so einen Zero-Death-Run schaffen will. Aber im Prinzip, denke ich mal, kann man trotzdem ein bisschen was jetzt aus dem Video jetzt entnehmen, was lernen, eventuell hier und da, auch wenn wir jetzt, ich sag mal, nur auf Etage 19 gekommen sind. So, ne? Das hat halt, wie gesagt, das hat halt auch irgendwann auch nichts mehr großartig mit Skill zu tun, sondern ist halt wirklich halt auch eben sehr glücksabhängig. Ne? Das ist, denke ich mal, auch das, was ich euch damit sagen wollte. Und ja, eventuell kann man hier und da trotzdem ein paar Hinweise auf jeden Fall mitnehmen. Ne? So wie wir jetzt zum Beispiel jetzt genug Schlüssel haben für den Rest des Games quasi, gehen wir jetzt nur noch auf die Türen, weil mehr als 10 Schlüssel, das ist schon extrem, extrem viel. Da haben wir viel zu viel jetzt im Moment gerade. Und jetzt hoffen wir einfach nur, dass wir so schnell wie möglich halt einen Heal bekommen. Haben das jetzt nicht bekommen jetzt gerade und müssen natürlich dementsprechend auch den Preis zahlen. Am besten fahrt ihr immer so, wenn ihr... Okay, das ist jetzt tatsächlich noch eine sehr gute Kombo, das im Zusammenhang mit dem hier. Wenn ihr zwischen, ja, ich sag mal, 5, 6, 7 Schlüssel auf dem Konto habt, dann ist das immer sehr gut, weil dann habt ihr immer noch ein paar Reserveschlüssel, sag ich mal. Wenn ihr mal notfalls in eine Tür rein müsst irgendwo, ne, dann könnt ihr da immer noch reingehen und habt halt immer noch, sag ich mal, ja, bis zu 4 Schlüssel solltet ihr runtergehen, weil da ihr halt eben das One-Hit-Wonder benötigt, wenn ihr halt eben an den Schlüsselhändler kommt oder halt eben 3 Schlüssel, wenn es halt nicht so gut läuft und ihr nicht mehr viel Leben habt, halt eben auch für den dementsprechenden Heal-Buff. So, ja,
Genau, das sind eigentlich so die Tipps jetzt, auch gerade auf den ersten Etagen. Hier nehmen wir sogar noch die Falle in Kauf ja, für das weitere Vorankommen. Ne? Es hat auch nicht zu heißen, dass man, dass die 25 ersten Etagen immer entscheidend sind für den Rest des Spielverlaufs, weil ihr seht ja, sobald irgendwelche krassen Buffs reinhitten, ihr einen 8er One-Hit-Wonder oder einen 6er Heal aus irgendeiner Kiste bekommt, dann wendet sich halt eben auch mal ganz schnell das Blatt und und ein schlechter Run kann halt auch sehr schnell mal zu einem sehr guten Run werden. Ne? Genau, da wir jetzt sehr low-life sind gerade in dem Falle, wollte ich jetzt nicht hier das Risiko nehmen und One-Hit-Wonder nehmen, sondern mich jetzt erstmal regenerieren, ein bisschen Leben wieder aufbauen. Und das klappt natürlich gut, wenn wir jetzt gerade drei Schlüssel investiert haben für einen 6er Heal oder 6 Etagen Heal mit 20% und einfach als nächstes einen Buff bekommen, der aber in dem Fall ein Debuff ist, wo wir über drei Etagen 10% bekommen. Ja, so kann es natürlich auch laufen, ne? Das ist natürlich eben auch die bittere Realität. Deswegen, ja, kann es halt eben dementsprechend in die eine oder andere Richtung laufen. Das ist natürlich absolut, absolut, absolut bitter, ne? Also ja, da ist kann man halt auch eben nicht großartig mehr viel was zu machen. Ja, also das ist ja unglaublich. Naja, mal gucken. Wir haben jetzt nur noch vier Schlüssel. Das ist verhältnismäßig wenig, weil wir jetzt halt eben gar nichts mehr ausgeben dürfen, großartig. Wir können noch notfalls, das machen wir jetzt auch auf drei runter, weil wir hoffen müssen, dass wir jetzt noch einen Heal bekommen, weil jetzt der nächste Endboss beziehungsweise Zwischenboss am Start ist. Aber ich glaube, das wird halt auch nichts werden. Ja, und dann sterben wir jetzt halt eben noch ein weiteres Mal. Ne? Das ist ein verhältnismäßig sehr teurer Run jetzt gerade. Ne? Aber wie gesagt, kann man nichts machen. So, die Seele des Hasen wäre jetzt noch richtig geil gewesen, muss ich mal so sagen, weil dann hätten wir den Buff hier komplett ausnutzen können. Verringert die Schaden bei gescheiterten Fluchtversuch. Okay, erhöht die Chance, Schlüssel aus den Kämpfen zu halten. Das machen wir nicht. Stärkere Flü. Ja, wir nehmen das, also das waren drei sehr schlechte Runen und dann nehmen wir einfach das geringste Übel. Das muss man halt eben an der Stelle auch machen. Ja, und versuchen jetzt nochmal weiterzukommen. Wir müssen auf drei Schlüssel jetzt irgendwie hoch. Das ist eine sehr schlechte Kombination. Wir versuchen einfach zu fliehen. Dabei, okay, noch einen Schlüssel zu bekommen. Das haben wir geschafft durch diese Rune hier. Einen vierten sogar. Das heißt, wir könnten sogar einen sogar nehmen hier. Und da sind wir auch beim Schlüsselhändler und haben drei. Oh, ja, da war ich jetzt zu schnell gewesen. So, okay. Und können das halt wieder jetzt hier in dem Sinne ausgleichen. So, was haben wir hier? Okay. Und sogar noch ein One-Hit-Wonder. Sehr schön. Das lohnt sich doch. Da gehen wir jetzt hier mit Full Life aus der Angelegenheit und haben sogar noch ein paar Etagen durch das One-Hit-Wonder. So. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt viel gestorben, aber ja, nichts ist perfekt. Man kann nicht immer alles voraussehen. So. Und versuchen jetzt aber trotzdem noch, so günstig es natürlich geht, hier durch die Etagen durchzukommen. Wir haben vier Schlüssel, wir haben Full Life, wir gehen auf Risiko. Ja, würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr Full Life habt, auf Risiko zu gehen hier. Das heißt, ja, den Buff noch irgendwie auf Teufel komm raus mitzunehmen. Die letzten Etagen verbrauchen wir jetzt noch so viele Schlüssel, wie wir haben, damit wir hier möglichst auf Null rausgehen. Versucht die Schlüssel solange es geht noch zu halten, weil wenn so eine Auswahl kommt zwischen Tür und Falle plus Monster dahinter, meistens auch eine Falle davor, ne, dann wollt ihr ja möglichst dann noch einen Schlüssel parat haben. So wie hier zum Beispiel. Ja, auch wieder sehr, sehr schlechtes Beispiel, aber kann man auch nichts machen. Da halt eben nicht in die Falle reinzulatschen. So. Und damit müssen wir auch jetzt nochmal ein letztes Mal aufladen. Ne? Und ja, gehen jetzt hier raus mit sechs Durchläufen, das heißt fünf Tode. Das heißt, oder fünfmal mussten wir aufladen jetzt. Und genau, war jetzt ein verhältnismäßig teurer Run auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der nächste läuft dann vielleicht besser. Ne? Wer weiß. Und ja.
Das war es soweit von dem Video. Wir werden vielleicht nochmal versuchen, in einem Zero Death Run nochmal reinzugehen, das Ganze nochmal von vorne zu starten. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und ja, da versuche ich euch dann wieder mitzunehmen und meine Gedankengänge zu teilen. Wie gesagt, es ist auch immer ein Stück weit Risiko, gerade am Anfang, wenn man halt auf die Fragezeichen geht, dann ist es ziemlich, ja, risky, sag ich mal, weil man halt eben einen Buff bekommen kann oder halt einen Debuff. Eventuell ist es dann auch ratsamer, vielleicht direkt die Monster zu bekämpfen, weil dann kassiert man zwar ein bisschen Schaden, aber man hat halt eben auch die safen Schlüssel, ne? Ich bin halt eben Freund davon, ein bisschen mehr Risiko in Kauf zu nehmen, dafür aber halt auch sehr viel mehr Value rauszuschlagen zu können. So, ne? Und vielleicht machen wir das eines Tages mit der Win Challenge, dass wir in einem Stream live schaffen, einen Zero Death Run zu bekommen. Und ja, ich vorher nicht offline gehen darf. Aber das müssen wir schauen, vielleicht beim nächsten Legi Dungeon. Mal gucken. Okay, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit. Haut rein und bis zum nächsten Mal.